Moin Moin und herzlich willkommen, da sind wir wieder hier zum LS19 Let's Play von einem friesischen Marsch mit Seasons Global Company in der großen Ernte. Ja, jetzt ist es ja soweit, in den letzten Tagen haben wir angefangen. Heute soll es mal wieder richtig produktiv werden. Also die Drescher hier auf der 16 sollen überwiegend laufen. Wird schwierig für uns, weil sie alle sehr weit auseinanderfahren. Hätte ich vielleicht mehr vorgewendet und alle irgendwie auf 150 Meter Abstand oder was auch immer fahren lassen sollen. Aber okay, den Luxus haben wir jetzt nicht. Wir werden so versuchen, dass wir die Drescher halbwegs am Laufen halten. Ist bei Weizen fast unmöglich. Ich sage, man arbeitet mit Hilfe, tun wir nicht. Wir machen, sind hier der einzige Abfahrer aktuell. Wir sehen schon, gleich ist er leer. Dann können wir nämlich, genau, können wir praktisch wechseln. Dann werden wir den hier drüben erstmal leer machen. Da fahren wir jetzt auch nicht so viel platt. So, ein mechanisches Verhältnis hier, ne? Wird einfach durchs Getreide gefahren. Ja, dann fahren wir. Holen wir den ja wieder ein. Das ist nämlich das Praktische. Den holen wir, den anderen John Deere holen wir gleich wieder ein. Und dann fahren wir hinten rüber zum Klaas. Und dann werden alle drei Drescher kurzzeitig mal so, dass sie hier auch arbeiten auf dem Feld. Und den machen wir auch Meters, ne? Also drei, die sind Riesendrescher. Der schafft schon. Schafft schon mal ein bisschen Platz, fahr so weit wie es geht. Ja, bis Donnerstag läuft noch das Tippspiel. Ne? Nehmen wir mal zur Erinnerung, liebe Leute, Tippspiel, wie viel Holzertrag bringt unser großer Holzverkauf? Die meisten von euch wissen es, viele von euch haben schon getippt. Wir werden ja, dann die Chance nutzen, morgen auf jeden Fall nochmal ein paar Bäume sägen. Aber wir werden nicht fertig sein. Wir werden erst am Wochenende, denke ich, fertig sein mit der Holzgeschichte und dann am Wochenende auch das Ganze auflösen. Bietet sich ja an, ne? Denn was steht am Wochenende ungefähr an, liebe Leute? Wer kann schon so weit hochrechnen? Ich sag mal nichts. Ich lese ihn in den Kommentaren nach. So, ach ja genau, den haben wir. Ja, brauche ja gar nicht länger warten, der ist ja jetzt leer. Dann dürfte ich wieder zurückfahren und den Rest wegdreschen. Gefühlt ist auch die Musik lauter geworden im Vergleich zu den Motorgeräuschen. Keine Ahnung, manchmal ist sowas komisch, ne? Ich hab nichts verstellt. Das gleiche Aufnahmeprofil. Alles identisch. Was soll man eigentlich mit diesen Mengen an Stroh machen, die auf diesem Feld hier sind? Direkt verkaufen beim Heizkraftwerk zum Beispiel. Man könnte einen schönen Fußballkurs auch mit dem Sammelwagen nehmen von hier. Zack, Heizkraftwerk und dann haut er da einfach raus. Ne? Das sind hier 5000, da 5000, hier 5000, da 5000. Aber so viel Zeit haben wir dafür nicht mehr. Da müssen wir schon bald anfangen. Erstmal müssen wir die Strohballen jetzt pressen und dann auch wegsammeln, bevor wieder Schiedwetter kommt. Diesmal warten wir ab, weil wir wissen, dass er sonst Probleme macht. Der Deutsche bringt die komplette Ladung jetzt natürlich nochmal in die Malzproduktion. Das ist aber auch nicht ganz so schlimm. So, wir haben kurz mal die Chance, mal auf die Wachstumsmap zu gucken. Auf der hat sich leider noch nicht viel getan. Weil der Getreidefelder höchstens die 7 ist erntereif, aber die 7 liegt von uns weit ab. Was war da drauf auf der 7? Irgendwas, was wir brauchen könnten? Raps. Okay. Oh, nee, den Einsatz verpasst. Tut mir leid. Ja, schon 16 Arbeitsstunden, bald 17 Arbeitsstunden. Also dieses Gespann, also das finde ich echt cool. Ne? Silber ist er noch nicht geworden, jetzt wird er nur noch dreckig. Scheint ein bisschen besser zu sein von der Abnutzung. Und der Deutsche ist schon wieder zurück am Feld, hoffentlich leer. Und er darf wieder 45.000 reinbunkern. Vorne gucken, Rundballen werden gepresst. Da, so ja genau, jetzt überlege ich gerade der Anhänger, da steht ja der nicht so coole Traktor, steht mit dem Sammelanhänger bei der Biogasanlage.
Das wäre ja schon interessant, möglichst zeitig ein paar Strohballen zur Pelletsfabrik zu bringen, oder? Nur mal so. Was hat er ihn leer gemacht? Ist das so einer gewesen? Weil er doch bis zum Feld zurückgefahren ist, oder was macht er gerade? Nicht jetzt? Na, danke. Obwohl der Drescher dann jetzt wohl hin? Das ist eine andere gute Frage, ne? Kleine Bahn hier noch nehmen. Also blöd, dass wir nur ein Vorgewende gemacht haben. Ist auch nachher zum Sammeln und so, ist generell blöd. Was macht der Drescher jetzt? Ich glaube, er weiß es noch nicht so genau. Einmal kurz anzeigen lassen, unsere Wege. Dann kann er diesen hier nehmen, ne? Diesen kleinen Schmalspurreifen-Ding hier. So, hat sich die Einstellung gespeichert, so wie er vorhin war. Ist er jetzt auch noch oder eher nicht so? Eher nicht so. Also das wäre schön, ne? Wenn man schon so einen riesen Überladewagen hat, wenn er ein bisschen höher klappen würde. Also zweite Runde Strohballen. So, wie sieht es hier so aus? Okay, der macht auch gerade einen Kreis. Das haben die sich jetzt gerade scheinbar abgeguckt bei beiden. Ja, der eine macht jetzt Kreisfahrt, mache ich auch mal Kreisfahrt. Und der Getreideanhänger steht hinten im Graben. Aber dass er überhaupt noch so weit gefahren ist, finde ich gut. Also das Feld ist fast geerntet, ohne jetzt großes Zwischen... ohne großes Eingreifen von uns. Ah, der ist wieder... ne, jetzt kommt er. Komisch. Ja, schmeißen wir raus. Ist der jetzt, der auf dem Hof noch oder da noch auf dem Feld unterwegs sein ist, sollte meiner Meinung nach reichen. So, noch ein bisschen mehr Gerste für unser Lager. Nicht viel, aber ein bisschen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir diese Anhänger dann wieder austauschen. Die sind nicht schlecht, aber wir haben jetzt diese 40.000er Kapazitätsanhänger und die würde ich später, wenn es in Hopfen geht, besser finden. Oder wir nehmen halt die beiden großen roten, ohne Überladewagen dann aber. Ne? Überladewagen nehmen wir jetzt mal so mit rein, einfach mal auch mal damit, was man gemacht hat. Ja, die müssen wir gleich nochmal neu aufteilen. Die Drescher, die wir hier auf dem Feld unterwegs haben. Mal sehen, da so der eine John Deere ist voll da hinten. Der andere, vielleicht die letzte Bahn fällt in der Mitte und der Klaas dann auch nochmal. Dann kriegen wir die beiden locker nochmal voll. Also drei Ladungen, 250.000 kriegen wir ein Stück noch raus hier. Der hat ja nicht viel drin, ne? Nehmen wir den mal mit. Dann fahren wir rüber zum anderen. Stoppen da vielleicht gleich rückwärts ran. Könnten wir sogar entspannt von hier rum ranfahren. Wir wissen nämlich auch, dass er an uns vorbeikommt, ne? Und uns also wir ihn nicht mehr stören.
Tut so, als wenn er noch fahren würde, ne? So. Abfahren lassen. Also, jetzt können wir es ja so ein bisschen abschätzen, wollte ich mal sagen. Der John Deere. Wir haben noch 10 Reihen übrig, circa. Adrian fährt zurück, fährt hin. Dem Klaus geben wir da hinten noch 4 Reihen. Nur so, damit wir ein bisschen abschätzen, wo wir die Drescher haben. Ne? Weil, wie gesagt, leider kriegen wir es jetzt hier nicht so richtig schön hin mit. Mal gehen wir noch einen weiter. Geh hier rein. So, und dem gönnen wir dann hier dieses Stück, ne? So, nice. Jetzt haben wir gerade mal 3 große Drescher hier im Einsatz. Muss man auch mal kurz haben. Und was mit diesen Mengen an Stroh? Ich denke, wie gesagt, das ist einfach zu viel für uns. Ansonsten hatte ich auch überlegt, ob wir nochmal irgendwo platzieren, was einfach nochmal ein Lager hinbauen hier, ein großes, mit 500.000 Kapazität. Um dann nochmal 500.000 Stroh zwischenzulagern, aber das lohnt ja irgendwie auch nicht, ne? Wer wird denn als erstes voll sein? Können alle eh nicht abbunkern, alle müssen sich eine Schneise machen. 4000, also knapp 5. Knapp 6. Knapp 6. Alle gleichzeitig, schön. Das ist also ein typisches Ding, ne? Und den können wir losschicken wieder. Mit 94. Soll der wieder on the road. Aber dass er wiedergekommen ist und auch einen Drescher hier leer gemacht hat, finde ich, das ist schon mal Ehrenmann, kann man sagen, ne? Läuft bei ihm. Nee. Ach nee, nicht in die Bushalte fahren. Warum kein Bus heute? Wir fahren nur Betonmischer. Busse sind hier nicht. Hä? Ein bisschen Zeit gekostet, ne? Aber wenn wir das jetzt, ich sag mal, morgen noch so hinkriegen in der ersten Folge, ist das fällt auch ratzfatz runter, ne? Und dann können wir hier noch einen, dann brauchen wir aber noch einen Traktor mit Sammelanhänger. Eigentlich den 1050. Der wird aber dann, glaube ich, ist er auch auf 19 fertig, ne? Ist er schon fertig auf 19? Ne, der 1050 glaube ich fuhr noch. So, also der in der Mitte ist voll. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch rechtzeitig die Kurve kriegt. Ja, dumm. Das war meine Schuld. Wir sind zu nah rangefahren wieder. Und jetzt hängt der LKW hier richtig schön im Drescher fest. So, sorry. So, dann muss ich aber, will ich diesmal den Deutz aufhalten. Das passt gerade noch. Weil Malz haben wir theoretisch, also nicht genug, ne? Aber auf jeden Fall, wenn wir mal reingucken in die Füllstände. 188.000, 16.000 Malz. Kann sein, dass wir ein bisschen zu wenig Malz produzieren aus der Menge an Getreide, die da reingeht. Vor allem, weil es ja doppelt gemobbelt ist mit der Brauerei, ne? Ich glaube, da soll ich noch mal ein bisschen dran arbeiten an den Verbrauchswerten.
ein bisschen mehr Malz produziert wird aus dem aus dem Getreide. Gut, die beiden sind voll, das war alles klar, der eine fährt schon. Ja, wir arbeiten uns dann erstmal zum John Deere vor und werden dann versuchen, dass wir das ist natürlich, wie gesagt, das fand ich immer cool an dem, ich meine, das hätten wir hier auch machen können, wenn wir einfach zum Beispiel 4 oder 6 Vorgewände gemacht hätten zum Beispiel, ne? Dann könnte man die schöner im Abstand fahren lassen und kann abbunkern. Jetzt haben wir natürlich das Abbunkerproblem nicht, also schlechthin. Das ist ganz, ganz schlecht aufgeteilt. Das andere, wie hieß der andere Mod noch? Mir fällt da noch dieses Autocombine war das, ne? Wo man die Drescher so schön im Kreis fahren lassen konnte. Auch 4 hintereinander, 0 Probleme. Weil hier jetzt komplett durchs Getreide zu fahren, das finde ich so ein bisschen viel dann. Ja, das muss ich jetzt gerade, jetzt rechne ich gerade. Denk, so nach dem Motto. 493. Folge ist das heute. Ja. Müsste hinhauen. Ja, hier müssen wir warten. So, der Lexion ist fertig. Sollen wir den 4. Drescher noch hier rüberholen, damit wir noch mehr Panik, Chaos haben? Nein, macht keinen Sinn. Gut, aber wenn der Deutz gleich wieder kommt, der könnte ein bisschen helfen beim Abfahren. Und jetzt sind sie zumindest kurzzeitig alle auf der richtigen Seite. Dann, ne? Also wenn sie gleich gewendet haben, wenn sie umgedreht sind. Ja, also das Ziel für morgen, erste Folge. Morgen, zweite Folge heißt Holz. Ja, ne? Weil ich auch, das streuen wir ja immer so ein bisschen. Muss auch, ne? Mal hier mal ein bisschen, da ein bisschen. Auf zum Klaas, dann haben wir den. Der andere 97er muss auch schon wieder entladen werden. Und der 1050er hat sich mittlerweile mit dem Stroh so leer gefahren, dass er aufgetankt werden sollte. Immerhin eine blaue Meldung, der 780 hat den, also Feld 2 ist fertig. Und da hinten, der ist sogar angekommen. Unser Deutz hilft. Und das hätten wir natürlich gesagt, ist bei so einem Feld, ist es unauslässlich, keine Ahnung was. Da muss man schon gerne einen Abfahrer mit drin haben. Weil wir alleine keine Chance. Sieht man so ja auch schon, ne? Keine Chance. Ich würde gleich mal kurz gucken, was der 1050er so veranstaltet, wie viel der wohl noch hat. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit mit vollem Stroh durch die Gegend fährt, weil beides voll ist. Hof, Silo und Dings. 548.000 auch schon. Also Hof, also unser Silo, strohtechnisch ist ziemlich am Ende. Hier sind, ja, hier packt er ja immer voll. 500.000 sind hier am Start. Der fährt hier so langsam durch den Hof, ne? Man weiß nicht genau, wie viel auf dem Feld noch zu holen ist. Da steht auch aber der hier, steht hier, auch unser Auto steht hier noch rum.
Ah, ist doch noch 5, 6 Reihen. Aber hier ist ja auch noch. Achso, das war diese eine Reihe, die wir übergelassen hatten, ja. Dann lass uns hier noch mal kurz aufräumen. Mit abfahren lassen, aber erstmal Abbunker. Ach nee, der ist leer. Perfekt. Dann kann der erstmal, stellen wir hier vorne erstmal auf den Hofplatz. Aber ich weiß nicht, ob der denn einer schon wird für den Hopfen oder ob wir den vorne im Schneidwerk ändern. Das müssen wir dann nochmal überlegen. Der steht jetzt erstmal hier vorne auf dem neuen Hilfsplatz. Der ist schon wieder voll, der Deutz kommt. Perfekt. Wir könnten doch eigentlich dem LKW den gleichen Kurs geben, oder? Aber eigentlich nicht. Achso, der hat den Hofsilo-Kurs drin, ne? Also, ob der Klaas das noch komplett schafft dadurch. Ach, ich stelle ihn jetzt einfach ein und lass ihn erstmal machen. Der ist wieder angekommen. Was haben wir denn sonst noch? Ja, den. Der ist aber eigentlich zum Strohsammeln für die Pelletsproduktion gewesen. Mit dem einmal Strohballen sammeln ist ja fast ein bisschen albern, ne? Nur fast. Können wir besser den Deutz nehmen. Der hat hier ja auch nicht mehr so richtig was zu tun mit seiner Silage. Könnten wir den eher für nehmen, ab und an mal Silage zu fahren, sobald Silage dann mal leer ist. Aber ansonsten macht ja auch nichts, können wir Silage auch ohne Probleme mitnehmen später. Und dann auf der Vierfachkarte schon haben. Ich sehe das wohl, ne? Dass wir da diese Fehlermeldung haben, das nützt ja nichts. Wir müssen jetzt hier nochmal Stroh sammeln und wir machen schon wieder Überstunden, sehe ich gerade. Über Minuten vor allen Dingen. Stunden sind es ja auch nicht. Aber über Minuten. Von daher würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Wir machen morgen weiter. Hoffentlich, wie gesagt, morgen erste Folge Feld 16. Weiter, weiter, weiter. Wir müssen auch da wieder mehr abfahren. Zweite Folge morgen wird wieder eine Holzgeschichte werden, weil wir da einfach auch gerne fahren können. Ach, das sieht aber gut aus. Ich dachte, der hätte sich vielleicht auch mal irgendwo Aufgang an der Seite. Der macht das richtig nice hier. Wobei. Und solange das gutes Wetter ist, sind sie auch vor Witterungseinflüssen geschützt. Ne? Ich glaube, bei dem LKW haben wir nicht den richtigen Kurs gehabt, oder was? Oder kommt er jetzt langsam? Alle zu langsam. Wetter zum Glas wahrscheinlich, ne? Der LKW, oder der LKW fährt im Kreis. Jetzt haut er wieder ab. Ich glaube, der fährt auch. Ne, der fährt echt einen bisschen komischen Kreis. Naja, egal. Wir machen morgen weiter. Bis dann. Vielen Dank. Und tschüss.